Hier bin ich auf einer Pressekonferenz, stehe vor unzähligen Reportern. Nein, nein, das bin ich nicht. Bitte sehr, ich bin Alexia, 17 Jahre alt. Ich sehe vielleicht aus wie eine Highschool-Schülerin, aber im Gegensatz zu anderen in meinem Alter bin ich ein Bodyguard. Wie kommt das? Nun, ich wurde von einer Untergrundsicherheitsorganisation adoptiert, nachdem ich in jungen Jahren ausgesetzt wurde. Zum Glück war Papa, mein Retter, da und hat mir alles beigebracht, von Mathe bis Kampfsport. Ehrlich gesagt war das die glücklichste Zeit meines Lebens. Aber er starb zu früh an Krebs. Und es war, als ob ich wieder verlassen worden wäre. Die Organisation ließ mir keine Zeit zum Trauern und schickte mich von morgens bis abends zum Training. Mit der Begründung, ich müsse meinen Papa stolz machen. Auch habe ich immer mein Bestes gegeben und mich in den Kampfkünsten an der Spitze gehalten. Aber wegen meiner Ungeschicklichkeit endete ich nur als Bodyguard für VIPs mit dem Codenamen 036. Wie langweilig. Bis ich eines Tages vom Chef vorgeladen wurde. 036, wir haben eine besondere Aufgabe für Sie. Sein Name ist David Smith, Direktor der Woodford High School. Wieder eine langweilige Eskorte, schon wieder. Du wirst gegen Mr. Smith wegen eines Verstoßes gegen die Finanzvorschriften ermitteln, indem du dich als neue Schülerin in Woodford ausgibst und alles sammelst, was mit ihm, seiner Frau und seiner Tochter zu tun hat. Sei also äußerst vorsichtig, ist das klar? Ja, Sir. Endlich, auf Wiedersehen, langweiliger Bodyguard-Job. Zeit, mich zu beweisen. Ich werde Papa stolz machen. Und um ehrlich zu sein, freue ich mich auch darauf, das Leben eines Highschoolers zu erleben. Jetzt musste ich einkaufen gehen. Da ich nur Anzüge für den Dienst habe, wusste ich nicht, wie ich mich wie eine echte Studentin kleiden sollte. Oh, wow. Sieh dir nur all diese schillernden Kleider an. Nach langem Überlegen entschied ich mich für dieses hübsche Kleid. Das hier und auch das hier. Die passen doch zusammen, oder? Aber die Verkäuferin fragte mich, ob sie für meine kleine Schwester seien. Was meinte sie damit? Dann suchte sie etwas anderes für mich aus. Ich wollte es gerade anprobieren, als mich ein Schrei aufschreckte. Hilfe, Diebe, Hilfe! Ach, kein einziger Tag verging ohne Ärger. Ich stürzte in diese Richtung und... Aha, heute nicht Dieb! Bist du verrückt? Ich bin nicht der Dieb. Lassen Sie mich los! In diesem Moment hörte ich einen Aufprall und sah, wie ein anderer Mann in Blau von zwei Sicherheitsleuten zu Boden geworfen wurde, während eine Frau ihm die Tasche aus der Hand riss. Ups, ich habe gerade den falschen Mann erwischt. Ich ließ ihn sofort wieder frei. Es stellte sich heraus, dass er auch den Dieb verfolgte. Aber egal, wie sehr ich mich entschuldigte, er redete weiter davon, dass ich eine gewalttätige Verrückte sei und verdächtigte mich sogar, eine Komplizin zu sein. Dieser Typ war unglaublich. Er sollte sich wünschen, mich nie wiederzusehen, sonst wird der nächste Tritt nicht nur ein Fehler sein. Heute ist mein erster Tag in der Schule. Meine Verkleidung war so gut, dass selbst ich mich nicht erkennen konnte. Man wird mich auf keinen Fall erwischen. Von nun an werde ich mich Alexia nennen. Viel besser als 036, nicht wahr? Warte, ich kenne sie. Bella Smith, eines meiner Objekte. Diese Mädchen sind so dreist, sich an der Tochter ihres eigenen Schuldirektors zu vergreifen. Also gut, Alexia kommt zu deiner Rettung. Aber nicht auf meine normale Art und Weise. Hier kommt also ein tollpatschiger Streber, der sie aus Versehen anrempelt, Kaffee über sie schüttet und so Zeit gewinnt, damit die Beute weglaufen kann. Die bösen Mädchen stießen einen entsetzten Schrei aus und schrien mich an, bevor sie zu den Toiletten rannten. Dann drehte ich mich um und sah, wie Bella mit einem Jungen sprach. Oh nein, es war nicht irgendein Junge, es war dieser unausstehliche Trottel aus dem Einkaufszentrum. Wie unwahrscheinlich ist das denn? Dann kam sie auf mich zu. Während Bella sich weiter bedankte, fing ich mir einen starren Blick von diesem Typen ein. Du kommst mir bekannt vor. Haben wir uns schon mal getroffen? Nein, auf keinen Fall. Wie ist das möglich? Es ist mein erster Tag hier. Puh, er schien mich nicht zu erkennen. Also er ist Clark, Bellas bester Freund. Wie soll ich mich ihr jetzt nähern, wenn ihr Begleiter dieser Typ war? Wie auch immer, mein erster Kurs fängt gleich an. Und jetzt entschuldigt mich, ich habe diese perfekte Tarnung eines Schulmädchens, die ich aufrechterhalten muss. Neuling, sag mir, wo wurde die amerikanische Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet? Am Ende des Papiers, Madam? Ganze Klasse brach in Gelächter aus. Wie peinlich. Aber wie hätte ich das wissen sollen? Papa hat mir das nicht beigebracht. Dann hörte ich plötzlich dieses alarmierende Geräusch. Keine Panik, ich mach das schon. Folgt mir in den Flur. Aber niemand tat es. Stattdessen lachten sie noch lauter. Ich war immer noch verblüfft, als ein nettes Mädchen mir sagte, dass es nur die Glocke zum Unterrichtsende sei. Oh, das war es also. Endlich mal eine Pause von all den anstrengenden Lektionen.
Jetzt wollen wir mal sehen, ob das Essen sicher ist. Okay, bestanden. Ich wollte gerade die Karotte essen, als die bösen Mädchen von vorhin auftauchten. Ja, Issy, das wird deiner schlechten Sehkraft helfen. Und das ist dafür, dass du mein Kleid beschmutzt hast. Dann stolzierten sie davon. An anderen Orten hätten diese Feinde den Geschmack meiner Faust kennengelernt. Hey, Alexia, Alexia! So laut, hier geht es zu wie in einem Bienenstock. Alexia! Oh, warte, das ist mein neuer Name. Ich drehte mich um Bella zu sehen. Sie wollte mit mir zum Mittag essen. Da bietet sich die Gelegenheit. Aber nein, dieser Mitläufer Clark ist auch da. Oh je. Ich fragte Bella, warum diese gemeinen Mädchen sie hänselten, die Tochter des Schulleiters. Aber sie schüttelte nur unwissend den Kopf. Aber ich glaube, ich habe den Grund herausgefunden, nachdem ich mit ihr gesprochen habe. Mir ist aufgefallen, dass sie etwas langsamer ist als ihre Mitschüler. Denn wenn ich einen Witz erzählte, brauchte sie eine Weile, um ihn zu verstehen und mitzulachen. Es sollte also ein leichtes sein, ihr Informationen zu entlocken. Wenn nur... Du bist doch gerade erst hergezogen. Woher weißt du, dass sie die Tochter des Rektors ist? Ich habe es von den anderen gehört. Dieser Spielverderber, oh Mann. Die erste Woche lief nicht so gut, da ich mich immer noch daran gewöhnen musste, Alexia genannt zu werden. Und meinen eigenen Spind nicht zu inspizieren. Auch diese Menge Hausaufgaben. Im Allgemeinen machte es mir Spaß, in der Schule etwas zu lernen, aber die Mission ist kein Stück vorangekommen. Ich musste das Tempo erhöhen. Also habe ich Mr. Smith mit Hilfe des Stimmenwechslers dazu gebracht, sein Büro zu verlassen und bin dann hineingeschlichen. Aber plötzlich kam Bella herein. In Panik erklärte ich ihr, dass ich den Schreibtisch für den Rektor aufräume. Sie schien überzeugt und schloss sich mir sogar an. Ein anderes Mal sah ich den Direktor mit jemandem auf dem Flur reden und wollte gerade Fotos mit meinem Spionagekamerastift machen, als Clark auftauchte und mich mit dummen Fragen bombardierte. Mein Gott, wenn das so weiterging, wann um alles in der Welt würde ich meine Mission beenden? Eines Tages entdeckte ich, dass Bella mal wieder Ärger mit den bösen Mädchen hatte. Lernen diese Görn denn nie dazu? Das ist zu viel. Ich muss das ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Also rannte ich hin, zog Bella schnell weg und sagte ihr, sie solle weglaufen. Dann warf ich meine berühmten fliegenden Tritte zusammen mit einigen Frontfegern und brachte alle Fieslinge im Nu zu Boden. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Ich schlug triumphierend die Hände über dem Kopf zusammen, aber hat Clark gerade alles mit angesehen? Dieser Typ ist viel zu verdächtig. Er würde wahrscheinlich eines Tages meine geheime Mission ruinieren. Ich muss ein Auge auf diesen Kerl werfen. Und es dauerte nicht lange, bis ich herausfand, dass er nicht aus einer wohlhabenden Familie stammte, wie die meisten anderen Schüler. Er wurde mit einem Stipendium an dieser angesehenen Schule aufgenommen, weil er klug war. Hier war ich nun in der Bäckerei von Clarks Familie. Oh, dieses Mädchen hat seine Augen und Haarfarbe. Wir unterhielten uns und es machte sofort Klick. Sie war Enola, Clarks Schwester. Sie hat das Down-Syndrom, aber sie ist ein echtes Talent. Schaut mal, sind ihre Entwürfe nicht umwerfend? Ich blätterte gerade in Enolas Skizzenbuch, als Clark plötzlich auftauchte und mich nach draußen zerrte. Warum bist du mir hierher gefolgt? Ich weiß, dass du etwas im Schilde führst. Wer ist denn hier der Verdächtige? Du bist es, der immer zufällig dort auftaucht, wo ich bin. Ich bin dir nur hierher gefolgt, weil du mir nachgestellt hast und zwielichtig aussiehst. Das machte Clark sprachlos. Dann kam seine Schwester zu uns und sagte, Alexia, Enola spielt so gern mit dir. Bruder, lass sie rein. Als er das hörte, änderte sich seine Einstellung völlig. Er sagte mir sanft, dass andere Leute Enola wegen ihrer Art oft hänseln. Er entschuldigte sich auch dafür, dass er mich falsch verstanden hatte und bot mir eine kostenlose Zimtschnecke an. War das nicht das erste Mal, dass ich ihn lächeln sah? Ich war ihm noch nie so nahe gewesen. Und plötzlich spürte ich, wie sich etwas in meinem Magen zusammenbraute. Vielleicht hatte ich zu viel gegessen. Danach war unser Konflikt natürlich beigelegt. Clark und ich kamen uns näher und ich lernte andere Seiten an ihm kennen. Er war wirklich sanft und hilfsbereit. Je mehr wir uns unterhielten, desto mehr Herzklopfen verspürte ich. Oh nein, was ist nur los mit mir? Schlimmer noch, ich fing sogar an, mich unwohl zu fühlen, wenn Bella in Clarks Nähe war. Er half ihr immer bei den kleinsten Dingen. Wie dem Öffnen der Tür, dem Halten eines Regenschirms für sie oder sogar dem Öffnen von Wasserflaschen. Sie hat immer so getan, als ob sie wollte, dass Clark sie die ganze Zeit beschützt. Nein, reiß dich zusammen, Alexia, nein, 036. Du hast eine Mission zu erfüllen. Ich täuschte also vor, meine Periode zu haben, um aus dem Sportunterricht herauszukommen und mich wieder in Mr. Smiths Büro zu schleichen. Ich durchstöberte den Mülleimer, aber es gab nichts Brauchbares. Dann bemerkte ich eine verschlossene Schublade. Und siehe da, da waren ein Notizblock und ein Umschlag voller Geld. Als ich das Papier mit einem Bleistift schattierte, kamen nach und nach die Buchstaben zum Vorschein. Es ist eine Adresse und eine Uhrzeit. Also wird der Direktor dort eine Transaktion durchführen?
Ich hab's. Auf dem Weg nach draußen stieß ich dann ungeschickt einen Stapel Dokumente auf seinem Schreibtisch um. Moment, da war ein Bild von einer Frau, die zwei Babys mit Kritzeleien im Arm hielt. Ich werde euch drei immer lieben. Aber Bella sagte mir, sie sei ein Einzelkind. Und wer ist das? Und hier ist dieser Ort, mitten im Nirgendwo, genau dort, wo etwas Ungewöhnliches passieren würde. 4.29 Uhr, es ist gleich soweit. Da kommt jemand. Warte, es ist die Frau von diesem Bild. Sie ist älter, aber sie ist es definitiv. Und dann erschien Direktor Smith. Sie schienen sich sehr nahe zu stehen. Sie unterhielten sich und erreichte ihr einen Umschlag. Diesen Umschlag? Sie war also seine... Was jetzt? Hast du es nicht aufgegeben, andere zu stalken? Okay, hör gut zu. Ich glaube, Direktor Smith ist in einen Fall von Finanzvergehen verwickelt. Aber nicht nur das. Ich habe ihn gerade beim Fremdgehen erwischt. Siehst du? Nein, auf keinen Fall. Das ist mein... Okay, ich werde das für dich geheim halten. Unter einer Bedingung. Lass mich an dieser Untersuchung teilnehmen. Der Direktor hat mein Stipendium unterstützt. Ich glaube nicht, dass er so ein Mensch ist. Was? Er wollte mit mir zusammenarbeiten? Das klang riskant. Aber solange ich meinen Mund über die Organisation hielt, konnte ich ein wenig bellafreie Zeit mit ihm verbringen. Gut, nicht wahr? Ein paar Tage später bat Clark mich, ihn in einem Café zu treffen, um die Ermittlungen zu besprechen. Aber es ist schon eine Ewigkeit her und er ist immer noch nicht aufgetaucht. Dann tauchte plötzlich eine wunderschöne Torte vor meinen Augen auf. Oh je, es ist Clark. Er singt Happy Birthday und hat mir sogar ein Geschenk gegeben. Geburtstag? Ich wusste selbst nicht, wann ich Geburtstag hatte. Warum er? Und die Torte, hat er sie selbst für mich gebacken? Oh, er ist so süß. Ich war so gerührt, dass ich ihm fast meine Gefühle offenbart hätte. Aber genau in diesem Moment sprang Bella aus heiterem Himmel zwischen uns. Typisch Bella, lässt uns nie in Ruhe. Es stellte sich heraus, dass sie diejenige war, die darauf bestanden hat, dass ihr Vater ihr meine Schülerakten zeigt und meinen ersten Geburtstagskuchen backt. Danke, Leute. Ich hatte noch nie einen Geburtstag, weil ich keine... Nein, weil meine Eltern immer weg sind. Dann sollten wir richtig feiern. Bei dir zu Hause. Wie wäre das? Wie bitte? Warum hatte er das vorgeschlagen? Aber dann zwinkerte Clark mir zu. Scheint, als hätten wir einen Plan gehabt. Als wir bei ihr zu Hause ankamen, wurden wir von Bellas Eltern herzlichst begrüßt. Es war ein köstliches, selbstgekochtes Essen. So war es also, wenn man eine Familie hatte? Bella hatte das die ganze Zeit? Aber sie arme, sie wusste nicht, dass ihr Vater ein Betrüger ist. Wir waren mitten beim Essen, als Clark Mr. Smith nach einem wissenschaftlichen Projekt fragte, das er gerade durchführte. Dann zwinkerte Clark mir wieder zu. Das ist mein Stichwort. Also entschuldigte ich mich, um auf die Toilette zu gehen und schlich mich dann in Mr. Smiths Büro. Dieser Stift war magisch. Mal sehen, was Bellas lieber Vater versteckt hat. Oh, er hob jeden Monat den gleichen Betrag ab. Juhu, der heutige Tag war ein Erfolg. Dank Clarks cleverem Plan hatte ich endlich etwas Brauchbares. Plötzlich trafen sich unsere Blicke und er sah mich sanft an, während er sich näher an mich heranlehnte. Ich war bereit für ein Kill, als mein Chef mich anrief. Ich habe Ihnen diesen Auftrag nicht erteilt, damit Sie mit diesem kriminellen Haus und Hof spielen. Sie haben 3 Tage Zeit, sonst werde ich jemanden beauftragen, der fähiger ist, sich darum zu kümmern. So eine Verschwendung von Papas Erwartungen. Bin ich wirklich so nutzlos? Bei dem Gedanken, dass ich Papa im Stich gelassen habe, brach ich in Tränen aus. Was ist passiert? Wer ist das? Sag es mir, ich kümmere mich um ihn. Klar, es mag komisch klingen, aber ich bin eigentlich eine Spione. Was? Clark war natürlich geschockt, also setzten wir uns auf eine Bank und ich plauderte ihm alles aus. Clark sagte kein Wort und nahm mich nur sanft in den Arm, was mich sehr erleichterte. Ihr fragt euch vielleicht, warum Bella und ich an diesem verlassenen Ort waren? Die Sache ist die, dass mein Chef mir ein paar Tage nach diesem Anruf befohlen hat, Bella hierher zu bringen, um sie zu kidnappen und mit den Dokumenten, die ich gesammelt habe, den Direktor zum Rücktritt zu erpressen. Naja, ich schätze, das könnte mir helfen, das dritte Rad am Wagen, Bella, loszuwerden und Clark ganz für mich allein zu haben, oder? Oh, ist das nicht der Vizepräsident unserer Schule? Also steckte er doch hinter allem. Dann, plötzlich... Keine Bewegung, Hände in die Luft! Oh mein Gott, die Polizei? Warum waren Sie hier? Zusammen mit Mr. Smith und Clark? Wir sind sowas von verloren! Außer, es war mein Masterplan. Nachdem ich die SMS von meinem Chef erhalten hatte, hätte ich beinahe seine Anweisung befolgt. Aber dann erinnerte ich mich an Papas Worte. Er hatte mir immer gesagt, ich solle nie meinen moralischen Kompass verlieren. Und niemals anderen Menschen Schaden zufügen, um persönliche Ziele zu erreichen.
Bella war ein guter Mensch und sollte nicht dafür bestraft werden, was ihr Vater getan hat. Ich kann meine erste Freundin nicht auf diese Weise verraten. Also habe ich es Clark erzählt und wir haben einen Plan ausgearbeitet, um herauszufinden, wer hinter all dem steckt. Und hier sind wir. Es stellte sich heraus, dass der stellvertretende Schulleiter meine Organisation angeheuert hatte, um den Schulleiter auszuspionieren und ihn zu stürzen. Und als er nichts gegen Mr. Smith in der Hand hatte, wollte er Bella als Druckmittel gegen ihren Vater benutzen. Wie verachtenswert. Ich kann auch nicht glauben, dass der neue Chef unsere Organisation auf so einen bösen Weg geführt hat. Aber das ist nicht die einzige Wahrheit, die enthüllt wird. Aber, Herr Direktor Smith, wie erklären Sie Ihre monatliche Geldentnahme? Ich hatte einen engen Freund, der leider in jungen Jahren verstorben ist. Er bat mich, sein Geld seinem unehelichen Sohn und seiner unehelichen Tochter zukommen zu lassen, die er aufgrund des familiären Drucks geheim gehalten hatte. Also läuft da nichts mehr zwischen dir und meiner Mom, richtig? Was hatte seine Mutter mit der Sache zu tun? Es stellte sich heraus, dass die Frau, mit der er sich neulich getroffen hat, Clarks Mutter war. Das bedeutet, Clark und Enola waren die Kinder auf dem Bild? Was für eine Wendung. In diesem Fall danke, dass du dich die ganze Zeit um meine Familie gekümmert hast. Wie dumm von mir, dich und Mom zu verdächtigen und sogar gegen euch zu ermitteln. Ich entschuldige mich. Du hast ihn vorher untersucht? Ja. Eigentlich ist es kein Zufall, dass ich dich dabei erwischt habe, wie du ihn ausspioniert hast. Tut mir leid, dass ich Geheimnisse habe. Aber ich wusste, dass du mit deiner impulsiven Art voreilige Schlüsse ziehen würdest und meine Mutter ansprechen würdest. Oh, impulsiv? So hat er mich gesehen? Dann kannte er mich ziemlich gut. Warum ist alles so verwirrend? Kannst du mir das erklären? Hast du dich mit mir angefreundet, nur um meinen Vater auszuforschen? Bella, es tut mir so leid, wie die Dinge gelaufen sind. Aber bitte glaub mir, unsere Freundschaft ist echt. Zum Glück war Bella verständnisvoll und wir sind gute Freunde geblieben. Oh, eigentlich gute Schwestern, denn der Direktor hat mich adoptiert, nachdem ich die Organisation verlassen hatte. Und ich gehe immer noch oft in die Bäckerei, um mich mit Enola zu treffen. Enola hat so ein Glück, einen Bruder zu haben, der sich so um sie kümmert. Ich wünschte, ich könnte einen haben. Nein, tut mir leid, das kann ich nicht tun. Warum? Weil ich mich auf eine andere Weise...